Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen über ein Thema, das man selten betrachtet, ja. Von dem spricht man selten, aber es steht in der Bibel und es steht so etwas, dass ein Mensch kann zweimal sterben. Wir sprechen von dem, ein Mensch kann zweimal geboren werden. Einmal wirst du geboren von der Mutter und irgendwann wirst du geboren vom Geist. Und wir nennen es neue Geburt, wenn man Jesus entdeckt, wenn man weiß oder glaubt, dass er für mich gestorben ist. Man kommt zu ihm, man bittet um Vergebung und ladet ihn in sein Herz ein. Da geschieht etwas, wir werden von Neuem geboren. Das zweite Mal, das erste Mal von der Mutter und dann noch einmal im Leben. Es gibt auch so etwas wie zweimal erstorben. Und da steht es auch in der Bibel, ganz interessant, ja, so wie Adam, er hat mit Gott gelebt in dem Garten Eden und es war so schön. Und dann hat er gesündigt, hat das getan, was Gott gesagt hat. Wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben. Ja, er hat diese Frucht gegessen, seine Frau hat gegessen von dieser Frucht und er ist geistlich gestorben. Also er war nicht mehr in der Beziehung mit Gott, um das geht es. Die Sünde hat ihn getrennt, er hat auch weitergelebt. Er hat viele Kinder gehabt, er hat bis 900 Jahre gelebt, aber er war nicht mit Gott mehr verbunden, so wie es war im Garten Eden. Und durch Jesu, durch seine Geburt, durch seinen Tod am Kreuz, können wir wieder neu geboren werden. Aber auch sterben. Wenn auch jemand einmal neu geboren war, dann kann er sterben. Und darüber steht es geschrieben in Judas, da ist nur ein Kapitel, Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmannen und schmausen mit, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Zweimal gestorben, entwurzelt. Wie kann es sein? Wir sehen, hier gibt es nur dieses Detail. Also Menschen, die bei Liebesmahlen, da ist gemeint, also das Abendmahl des Herrn. Weil Jesus hat gesagt, also ihr müsst dieses Abendmahl halten, bis ich komme. An letztem Abend, dort wo sie ja bis im Abendmahl waren, alle 12 Jünger. Und wo er hat Brot gebrochen und gesagt, so wird mein Leib gebrochen. Isst von dem und macht es, bis ich komme, auch weiter. Gedenkt immer an das, was ich für euch getan habe. Und dann gießt er auch Wein in diesen Kelch und sagt, so wird mein Blut fließen und durch dieses Blut könnt ihr gerettet werden. Macht es. Und das haben die Jünger immer wieder weitergemacht. Sie haben sich erinnert an diesen Tod Jesus, weil durch diesen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, können wir neu geboren werden. Und hier sind solche Leute, die jetzt Gott verworfen haben, ja, das sind Schandflecken. Und dann sind sie hier nicht mit Ehrfurcht, weil sie wirklich, wenn man schon an das Blut des Herrn sich annähert, wenn man an das Brot, an den Leib Jesu rankommt, dann prüft man doch sich und denkt, bin ich würdig, es zu nehmen? Bittet bei Gott um Vergebung und sagt, Herr, zeig mir, was ich nicht richtig getan habe. Und der Heilige Geist zeigt dir, was du falsch getan hast. Du bittest wieder um Vergebung. Und die Liebesmale sind so wichtig, weil da kommen wir so dahin, Gottes Nähe. Und manche dann, die sind da, halt irgendwie, die schmausen, die essen voll, die sind also aus den Schandflecken, sagt er. Noch ein bisschen konkreter wird es in Hebräer 10, 29 bis 31. Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, auch welches er geheiligt ist und den Geist Gottes schmäht. Denn wir kennen den, der da sagt, der Rache ist mein. Ich will es vergelten und abermals, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist in die Hände des lebendigen Gottes fallen. Hier geht es wieder um dieses. Menschen, die mal Gott erlebt haben, die in ihrem Leben also Wunder getan hat. Die haben also durch ihn wirklich so die Nähe Gottes verspürt. Die wussten, dass durch das Blut Jesu sie gereinigt worden sind. Die haben von ihm gezeugt. Der Heilige Geist war in ihnen. Ja. Und irgendwann haben sie gesündigt. Irgendwann haben sie etwas getan gegen ihn. Und dann ist es halt so weit, dass sie nicht gleich sich wieder aufgerafft, wieder bei Gott um Vergebung gebeten. Und so ist es weiter und weiter gegangen, bis sie irgendwann es gar nicht mehr so gespürt haben. Der Heilige Geist hat ihnen gesprochen, die haben aber ihn weggestoßen.
Die haben ihn beleidigt, die haben ihn betrübt und irgendwann war er weg, ja, und das ist hier so schrecklich, also, und dann sind sie zweimal gestorben, ja, das ist sowas auch, was mit dem Heiligen Geist passiert. Jesus sagt, also wer den Heiligen Geist schmäht, dem wird es nicht vergeben, ja, ihr wisst ja, die Pharisäer haben jenes Mal Jesus das so hingesagt, wo er geheilt hat, haben gesagt, du machst es durch die Kraft Beelzebubs. Er sagt, nein, ich mache es durch den Heiligen Geist. Aber wenn jemand so sich gegen den Heiligen Geist hinlässt, dann es wird ihm nicht vergeben. Die haben etwas getan und hier ist so, sie sind zweimal gestorben und da gibt es keine Rettung mehr. Und ich möchte hier an dieser Stelle wirklich warnen jeden, auch wenn du gefallen bist, auch wenn es dir schlecht geht, sage nie nichts gegen Jesus. Wirklich, wenn du ihn erlebt hast, dass du wirklich immer wieder über dich sagst, ich war schlecht oder jemand, aber nicht Jesus. Sei sehr vorsichtig hier und bitte um Vergebung. Der Herr gibt dir noch Gnade. Jeder, der gefallen, kann wieder aufstehen. Aber mach nicht diese Sünde gegen Jesus. Amen.